Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Salon Dark im Herausforderungsmodus. Und ja, wir sind im Hauptmenü, denn die Sandbox Alpha hat ein neues Update bekommen. Wir sind jetzt in der Version 348. Es ist etwas Neues aufgetreten. Zumal haben wir jetzt hier Abzeichen. Wir können jetzt verschiedene Abzeichen sammeln. Dann haben wir ja einmal die Leistungen. Einmal den Bücherwurm. Du hast 250 Stunden Forschung abgeschlossen. Von nun an ziehst du 10% mehr Nutzen aus jedem vollständig erforschten Buch. 0% erreicht. Kalte Fusion. Du hast insgesamt 100 Tage im Freien verbracht. Du bist jetzt weniger anfällig für die Kälte und erhältst dauerhaft einen Bonus von plus 2 Grad Celsius auf deine gefühlte Temperatur. Und effiziente Maschine. Du hast 500 Tage überlebt. Dein Körper hat sich an die rauen Bedingungen angepasst. Du verbrauchst jetzt 10% weniger Kalorien. Und Feuermeister. Du hast 1000 Feuer erfolgreich entfacht. Von nun an beginnen all deine Überlebenden mit einer Fertigkeit von 3% beim Feuermachen. Und Vorläufer. Du bist 50 Kilometer gesprintet. Beim Sprinten verbrennst du jetzt 25% weniger Kalorien. Und das letzte. Schneewanderer. Du bist 1000 Kilometer im Spiel gereist. Deine Ausdaueranzeige lädt sich jetzt 20% schneller auf. Wir haben überall noch 0. Ich habe meinen richtigen Speicherstand geladen, um zu gucken, ob das vielleicht anpasst. Nein, das ist aber nicht so. Es zählt ab jetzt. Alles, was wir jetzt machen, wird hierbei mit berechnet. Aber ich finde die Erfolge ein bisschen sehr heftig. Also bis man das schafft, allein hier 500 Tage überleben, das ist ja gar nicht mehr möglich. Wenn ich bedenke, 350 Tage haben wir geschafft. Es hat ein Jahr gedauert, das Let's Play. Und jetzt gibt es ja diese Würmer und Lagerkoller und so. Ich finde, das ist gar nicht mehr möglich. Dann gibt es hier noch die Herausforderung. Das haben wir geschafft. Hoffnungsloser Rettungsversuch. Du hast hoffnungsloser Rettungsversuch abgeschlossen. Und gejagt Teil 1. Du hast gejagt Teil 1 abgeschlossen. Jetzt gibt es neuen Schneesturm. Du hast den Schneesturm nicht abgeschlossen. Dazu kommen wir aber jetzt. Das sind die neuen Herausforderungen, die es da gibt. Und jetzt gibt es hier auch Schwierigkeitsgrade. Obwohl ich das ein bisschen unlogisch finde, weil dieser ist schwerer als dieser. Und den hier fand ich definitiv schwerer, als vor den Bären zu flüchten. Also finde ich nicht so ganz eindeutig mit der Schwierigkeitsstufe. Es ist ja ein persönliches Empfinden. Jetzt haben wir nämlich hier eine neue Herausforderung, Schneesturm. Ein gewaltiger Schneesturm steht bevor. Wirst du auf seine Ankunft vorbereitet sein? Der Sturm kommt in 30 Tagen an. Horte genug Essen, Wasser und Vorräte, bevor es beginnt. Das wird sehr interessant. Und Nomade. Die Welt hat sich verändert. Du kannst nur überleben, wenn du immer in Bewegung bleibst. Überlebe jeweils 3 Tage an 15 bestimmten Orten in der Spielwelt. Da frage ich mich allerdings, wo und wie wird das genau berechnet? Also kriegt man dann den Hinweis? Da bin ich mal gespannt drauf. Das werden wir alles machen. Aber leider, was heißt leider? Wir sind ja noch hierbei. 39 Tage, 16 Stunden. Ich würde sagen, das hier machen wir jetzt noch schnell irgendwie zu Ende. Und das hier ist auch neu. Schießanleitung für das Grenzland. I'll take it. Schießanleitung für das Grenzland. Nachdruck eines Handbuches über das Schießen aus dem späten 19. Jahrhundert. Wenn du dies erforscht, wird deine Fertigkeit erhöht. Erhöht die Fertigkeiten Gewehr, Schusswaffen um 5 Punkte. 4 Stunden erforderlich. Wir nehmen es jetzt erstmal mit. Jetzt haben wir hier auch, glaube ich, ist der Loot jetzt überall neu? Nee, das sind nur halt die bestimmten Sachen neu. Gewehrputzzeug. Lalala, der übliche Kram hier. Ja, hier der Kanister noch, den hatte ich ja weggeschmissen. Gewehrmunition. Damit dürfen wir nicht schießen. Ja. Es ist nämlich jetzt folgendes neu. Wir haben jetzt hier diese bestimmten Fertigkeiten. Da sieht man das nämlich. Wir haben nämlich hier Kadaver zerlegen. Stufe 1, kochen. Stufe 1, Feuer machen. Stufe 1. Und Eisfischen Stufe 1. Und Gewehrschütze Stufe 1. Ja, das ist jetzt alles neu. Und wir werden das natürlich noch alles erforschen. Aber wir müssen jetzt erstmal weiterziehen. Wir müssen jetzt dahin ziehen, wo wir als nächstes Nahrung finden. Denn wir wollen natürlich noch diesen Herausforderungsmodus, den wir uns selber gestellt haben, schaffen.
Und das bedeutet jetzt natürlich, ich will den auch so schnell wie möglich jetzt schaffen, dass wir die anderen Herausforderungen bestehen. Ich werde jetzt dahin gehen, wo wir als nächstes Nahrung finden. Boah, das sieht so geil aus. Wo wir als nächstes Nahrung finden. Und dort werden wir dann überleben, bis wir dann keine Nahrung mehr haben und dann direkt wieder weiterziehen, so dass wir schnellstmöglich die Tage umkriegen. Das ist zwar jetzt ein bisschen anders als geplant, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass neue Herausforderungen erscheinen werden und zumal das hier alles jetzt ein bisschen anders gekommen ist als geplant. Da würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zu der Hütte am Spitze des, auf der Spitze des Berges. Also das hier werden wir nach wie vor noch weiterspielen und dann werden wir die neuen Herausforderungen beginnen. Es wird ja nicht mehr so lange dauern. Wir haben mehr als die Hälfte geschafft und wenn ich das jetzt so durchziehe, wie eben erwähnt, dann schaffen wir das relativ schnell. Also werden wir das so schon bestehen. Nur, ich wollte auch ganz gerne das mit dem Wolf noch schaffen, dass ein Wolf mich anfällt und ich dementsprechend mich mit allen Medikamenten heile, die es in dem Spiel gibt, so laut dem jetzigen Stand. Das nehmen wir gar nicht erst mit. Das brauchen wir auch nicht. Wir haben jetzt so das Wichtigste dabei. Ich würde sagen, wir werden es auch so bestehen. Es ist natürlich schon lange her, dass ich diesen Weg so gegangen bin, aber wenn wir jetzt hier so lang gehen, dürfen wir am Ende des Aussichtspunktes kommen, also am Fuße des Aussichtspunkts und dann von dort aus den Berg hinaufgehen, dass wir dann unser Ziel erreichen. Das dürfte so machbar und möglich sein. Kriegen wir schon alles hin. Ja, mit den neuen Fertigkeiten, das ist ja ganz schön interessant. Mal sehen, wie wir das in den Herausforderungsmodus dann irgendwie umsetzen können. Aber eine neue Sandbox werden wir nach wie vor deswegen nicht starten. Das habe ich aber auch schon erwähnt. Das dauert einfach zu lang. Also jetzt ein Jahr wieder ein Let's Play zu machen. Ich müsste das dann sehr, sehr viel cutten. Und das ist ja für euch dann auch nicht so prickelnd. Von daher werden wir das einfach so machen, wie erwähnt. Und das einfach außer Acht lassen. Erstmal. Aber The Long Dark muss halt auch irgendwann mal enden. Herausforderungsmodus gut und schön. Story-Modus auch alles gut und schön. Aber Endlos-Sandbox-Modus ist dann auch nicht drin. Das muss halt irgendwann mal ein Ende haben. Wir sammeln mal hier die Sachen mit auf. Das lassen wir mal alles schön liegen. Das hier nehmen wir auseinander. Mal gespannt, was noch alles anders ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mich diesmal nicht wirklich informiert. Nur den mit dem neuen Modus, mit den Abzeichen und halt mit den Fertigkeiten, die man jetzt so erlernen kann. Da habe ich mich ein bisschen eingelesen. Aber alles habe ich halt auch nicht nachgesehen. Momentan sowieso bei so vielen Spielen jetzt irgendwie Updates und überhaupt. Seven Days to Die war vor kurzem Update, Savage Lands war ein Update. Jetzt gibt es bei Fallout 4 auch ein neues Update mit einem neuen DLC. Was war das gerade? Das hat sich ja voll komisch angehört. Voll erschrocken. Voll unheimlich. Ich hoffe, der lässt uns eine Weile in Ruhe. Dass wir uns nach oben begeben können. Sein Knochen gerade war ja richtig unheimlich irgendwie. Merkwürdig. Nun gut, wir sind aber auf dem besten Wege. Wir werden diesen Weg natürlich fortführen. Dann ist der gefrorene Wasserfall. Da müssen wir, glaube ich, links oder rechts daran vorbei. Und dann sind wir dann bei diesem besagten Plateau. Aber vorher müssen wir dann sehr wahrscheinlich auch nochmal eine Pause machen. Schade, aber ist leider so. Vor allem die Essensvorräte sind halt nicht mehr so gut. Vielleicht machen wir das Ganze ja dann bei den Containerhäusern am Fuße oder ich gehe direkt nach oben. Muss ich mal sehen, wie wir das jetzt angehen werden. Da sind nochmal Lackperlinge.
Ich würde sagen, die nehmen wir noch mal eben mit. Aber eigentlich. Nee, komm, die lassen wir jetzt mal da. Also, das ist ja eigentlich auch Quatsch jetzt. Die lassen wir jetzt einfach mal hier. Ich gehe mal links an dem Berg vorbei. Haben jetzt sowieso noch Luck-Pearling mitgenommen. Die könnten wir jetzt noch mitnehmen, aber wir haben noch so viel Luck-Pearling-Tee. Und da wir jetzt eh die ganze Zeit nur noch unterwegs sein werden, ist das jetzt nicht so nötig. So, sprinten wir mal ein bisschen. Also mit den Sachen, die man jetzt dann dauerhaft dazu kriegt, wenn man das einmal erreicht, das ist ganz nett, aber ich finde halt die Voraussetzung ein bisschen sehr heftig. Also 500 Tage überleben, das finde ich am krassesten. Zumal es ab jetzt erst zählt. Man müsste jetzt neu anfangen und es dann machen. Oh Gott, das. Also das werde ich niemals hinkriegen. Nicht im Let's Play, definitiv nicht. Also dafür muss ich noch wesentlich etwas ändern, dass wir nochmal eine neue Sandbox machen. Und wenn ich eine mache, das habe ich ja erwähnt, dann werde ich das halt radikaler cutten. Das werdet ihr viel weniger sehen als vorher. Immer nur, wenn wir irgendwie auf Reisen sind, da wenn ich irgendwie Holz hacken gehe, koche oder sonstigen Kram. Das werdet ihr dann gar nicht sehen. Das würde einfach zu viel Zeit kosten. Das würde den Rahmen halt sprengen. Weil das wären ja dann mehr als 200 Folgen. Und beim besten Willen, nein. Irgendwann ist auch mal gut. So, aber reden wir noch nicht darüber. Wir haben noch hier zu tun. Und dann kommen die Herausforderungen. Und vielleicht relativ bald ja der Herausforderungsmodus, der Story-Modus. Wann genau das so sein wird, das weiß ich nicht. Das wissen wahrscheinlich noch nicht mal die Entwickler selbst jetzt zum jetzigen Status. Aber wir haben ja einen kleinen Trost bekommen. Die Herausforderung kam dazu. Also gibt es Schlimmeres. Wir gehen jetzt hier rechts zu den Containern, bevor wir auf den Gipfel gehen. Zumal wir jetzt hier auch eine leichte Wolfbedrohung haben, aber wir auch sehr erschöpft sind. Das ist eigentlich der Hauptgrund, können wir uns erstmal hier ausruhen. Ich hoffe, wir können das jetzt in Ruhe machen. Natürlich verfolgt er uns immer noch, aber wir gehen mal hier rein. Dann heißt es, wir können uns erstmal hier ausruhen. Das legen wir weg. Und machen mal die Lampe an. Das Buch können wir natürlich auch noch erforschen. Aber erstmal looten. Gut, schon mal was zu essen, was zu trinken, das ist schon mal sehr gut. Für unsere Zwecke, Holz brauchen wir jetzt nicht, Socken auch nicht. Nochmal eine Limo. Nein, eine Limo, die nehmen wir mit. Die Fackel ist jetzt eh leer. Ha, sehr gut. Einmannpackung. Etwas Ordentliches zu speisen. Gut, 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 gut. Dann machen wir mal die Lampe aus und dann gucken wir uns mal unseren Zustand an. Ja, müde, trockener Mund, ein bisschen Hunger. Wir können ja mal schauen, wo ist denn das Buch? Das Buch, das Buch. Da ist es. Forschen. Machen wir mal 2 Stunden. Dürfen wir doch hinkriegen. Erstmal. Müssen wir nochmal 2 Stunden erforschen. Aber ich würde sagen, wir essen und trinken jetzt erstmal was. Können uns hier erstmal Limo. Da sieht man es jetzt auch ansteigen. Das ist jetzt viel besser mit dem neuen Update, weil vorher musste man immer gucken. Aber das ist schon viel übersichtlicher so. Dann brauchen wir jetzt nur noch was zu essen. Dass wir das mal wieder nach Haltbarkeit machen. So. I lay down Und right here. dann schlafen wir If I mal. thought I'd ever Erstmal wake sechs up again. Stunden. Tageslicht übrig, gleich ist eh Nacht. Von daher ist das relativ egal. So, dann gucken wir mal, dass wir noch mal ein bisschen forschen. 2 Stunden, dann haben wir das Buch auch abgeschlossen. Dann können wir wieder essen, trinken. Ach, es ist so dunkel zum Lesen. Ah, das ist ja cool gemacht. Einerseits und auch realistisch.
Okay, kann ich mit leben, dass diese Anzeige dann da ist und dass das dann so ist? Muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen, das wusste ich vorher nicht. Jetzt wieder ein bisschen schlauer. So. 7 Stunden wird wahrscheinlich nicht gelingen. Dann sind wir nämlich top ausgeruht. Natürlich wieder ein Sturm in der Nacht. Jetzt nicht mehr 4 Stunden. Du bist komplett erholt aufgewacht. Dann warten wir mal 3 Stunden, dass wir nochmal vielleicht 2 Stunden schlafen können. Dann wieder essen, trinken. Das Übliche. So. Essen wir mal hier weiter. Dürfte jetzt, glaube ich, weg sein, ne? Ja. Dann fangen wir das hier mal an und trinken etwas. Und dann schlafen wir mal 2 Stunden, wenn es geht. Jawohl, die Schrift ist auch neu, alles so ein bisschen neu, ein bisschen anders, was ich ja nicht so verkehrt finde. Bin mal gespannt darauf, so wie das Ganze dann wird in den 2 Herausforderungen. Deswegen will ich das auch relativ schnell abschließen, dass ihr das Neue dann sehen könnt und ich natürlich das Neue auch spielen kann, weil ich ja selber ungeduldig bin und unbedingt wissen will, was da drin vorkommt. Wir gucken aber erstmal hier in den 2 Häusern noch nach und dann in den kaputten Häuschen, was wir denn hier so Schickes finden werden. Die Lampe nehme ich gar nicht erst mit, weil wir haben noch, ja, wir haben noch da, das ist Quatsch. Das brauchen wir jetzt nicht. Das nehmen wir mit. Haben wir eine verbraucht, haben wir die direkt wiederbekommen. Okay. Okay. Hier hinten nochmal eine Brause, das ist nett. Das brauchen wir auch nicht. Sehr gut. Kochen müssen wir halt relativ bald. Ganzen Krempel, den wir da so gefunden haben. Hier ist jetzt kein Feuerholz mit drin. So, dann gucken wir mal, was wir denn in der anderen Hütte haben und dann in dem zerstörten. Da müsste ja auch ein Ofen sein, dann können wir vielleicht mal das Fleisch abkochen. Vielleicht nochmal 2 Liter Wasser auch mal zusätzlich abkochen. Vielleicht auch 3, je nachdem. Aber dennoch haben wir relativ viel Gewicht dabei. Es ist halt hier die ganzen Gedärme und so weiter, was ein bisschen was wiegt. Nein. Okay. Die Dose nehmen wir mit und dann mache ich nochmal eben Licht. Nichts. Das nehme ich mit. Was haben wir denn hier Schönes drin? Nichts. Auch okay. Eigentlich gar nicht okay. Das nehme ich mal mit. Jawohl, ein Limo. Und nochmal eine Traubenlimo. Wenigstens etwas. So, dann können wir raus und dann gucken wir mal, was wir dann noch so ein bisschen verkochen können. Also Fleisch auf jeden Fall und vielleicht nochmal, wie gesagt, 2 Liter oder 3 Liter zu trinken. Und dann können wir uns auf den Gipfel begeben. Hagebutten brauche ich auch nicht. Haben wir noch genügend von. Dann koche ich jetzt erstmal. Brandbeschleuniger nehmen wir natürlich. Feuerzeug nutzen wir auch. Ich hätte vielleicht Streichhölzer nutzen sollen, egal. Perfekt. So, das haben wir perfekt. Nö, das würde ich nicht da reinschmeißen. So, dann kochen wir das mal. Und kochen das nächste. Auch das ist jetzt hier neu. Mal gespannt, was wir da noch so alles herausfinden werden, was jetzt hier noch so neu ist, weil alles, wie gesagt, weiß ich jetzt so gerade nicht. Hagebuttentee, dann machen wir nochmal Lackperlinge. Vielleicht sollte ich aber auch erstmal 2 Liter. Ach, Mist. Falsch. Falsch geklickt. So, schmelzen wir ein und dann kochen wir es ab. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal etwas zu trinken. So. Dann haben wir das zumindest schon mal geklärt.
Können wir hier nochmal was von machen. Das, was wir dann schon mal dabei haben, ist dann schon mal weg. Ich werde jetzt erstmal keine Lackperling oder Hagebunden mehr aufsammeln, weil solange wir da noch Tassen haben, ist das eigentlich Quatsch. So. Schaffe ich denn nochmal einen Liter? Einen Liter kriege ich dann nochmal hin, oder? Von der Zeit her könnte das machbar sein. Ja, schaffen wir. Dann können wir nochmal was essen, nochmal was trinken und dann direkt weiterziehen. Dann begeben wir uns auf den Gipfel. Kann ich hier das nochmal eben... Komm, ich lese das hier nochmal eben zu Ende. Damit wir gegen Ende der Folge nochmal erfahren, wie das Ganze so funktioniert. Erforschen. Und wenn wir jetzt dann hier drauf... Warte, hier drauf, da... Aha. Du bist sehr unerfahren mit der Schusswaffe und noch unsicher im Umgang mit dem Gewehr. Du weißt, wie man es lädt und abfeuert und welches Ende man auf das Ziel richten muss. Aber das war's dann auch. Okay. Also müssen wir dann immer mal so gucken, Feuer machen. Du hast noch keine Feuerkenntnisse oder Fertigkeiten im Feuer machen. Also da lernt man dann mit der Zeit dazu. Alles gut und schön. Jetzt aber erstmal... Essen. Ja. 35 Kilo. Wir haben einfach zu viel Krempel dabei. Und etwas trinken. Gut, dann können wir den beim nächsten Mal dann auch verbraten. Den brauchen wir nicht mehr, kennen wir ja schon. Man findet wohl mehrere davon. Also an verschiedenen Orten, wo diese Spots sind, weiß ich jetzt nicht, aber ein Jäger war natürlich jetzt ein guter Ort dafür. Gut, wir müssen dann weiter in Richtung Gipfel, das machen wir aber nicht mehr jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge ein bisschen gefallen hat, zeigt es doch gerne mit den Daumen nach oben, schaut auch gerne übermorgen rein und bis dahin, tschüss.